Nachdem wir in der letzten Folge uns mit Connor auseinandergesetzt haben, dürfte dieses Mal wieder Kara an der Reihe sein, wenn es nach der Reihenfolge geht, die ja zu erwarten ist. Ich bin gespannt. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Das ist übrigens die militärische Rührei-Stellung, die sie da annimmt, wenn Karen nicht arbeitet. Also die Position der Arme hinter dem Oberkörper. Gezaubert hat. Ja, es gibt Spaghetti mit Tomatensauce, das ist der Klassiker. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Ja, okay. Jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde. Nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht... Ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben. Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist. Hör auf ja, mit den Drogen, zu. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Komm wieder her! Komm wieder her! Komm sofort hierher! Oh, die wird euch Position. Ihre Schuld, alles ihre Schuld! Kara. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Nee, das mache ich nicht. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön das sein können. Ich. Könnte Familie. Aber nein! Das raucht doch was. Mir war egal, wie ich mich fühle. Oh, was ist das? Bewege dich nicht, bewege dich nicht. Aber ich kann mich bewegen. Okay. Eigenwirksamkeit. Neue Ziele. Woher hat sie die Ziele?
alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Ja, Todd, ein Vater sollte seiner Tochter nicht wehtun. Alice! Daddy ist sehr wütend! Warum geht das nicht? Steh auf. Was mache ich falsch? Nochmal. Rote LED-Leuchte. Gelb gewechselt. Das ist jetzt genau. Komm her, du kleine Kräuter! Das ist die typische Situation, die sie vermutlich auch beim ersten Mal. Was mache ich? Was mache ich? Es ist alles deine Schuld! Es ist alles deine Schuld! Sie ist wegen dir weg! Das ist jetzt die gute Idee, das weiß ich nicht. Aber sie läuft energisch. Du wirst schon sehen, wer hier der Boss ist. Okay. Dann los. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst. Das ist dein Befehl. Nein, lassen Sie sie in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen. Du hast wohl ein Problem. Ja, hier ist das Problem benannt. Das sollten wir beheben. Das ist als erstes Mal als Spielelement. Irgendwie. Vorsicht, Kara! Komm her, Miststück! Eine sehr, sehr harte Auseinandersetzung, die wiederum das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine diskutiert hat und unter anderem auch die Robotergesetze. Das heißt, der Roboter greift einen Kunden an. Der Roboter greift einen Menschen an. So. Und sie hat sich dafür entschieden, menschlich zu reagieren. Jetzt haben wir das erste Mal gesehen, wie das Spiel das konzeptualisiert, das heißt, wie sie aus ihren Programmroutinen ausbricht. Oh. Ich habe mir ja vorgenommen, einzelne Kapitel nicht noch einmal zu spielen. Und dabei werde ich es auch lassen. Und dass Kara Todd tötet, ist nur eine von drei Varianten.
Nur eine von drei Varianten. Die andere ist noch wesentlich komplexer, wie es scheint. Oh, da habe ich viel nicht gesehen gerade. Eieiei. Okay. Ja, da habe ich mich entschieden, die Narration in eine bestimmte Richtung zu drängen, indem ich mit Kara die Waffe genommen habe. Auch um sie zu schützen, also obwohl sie eigentlich als Technik keinen Schutz braucht. Ja, so viel dazu. Also wir werden als Spieler durchaus gelenkt und in emotionale Entscheidungen getrieben. Hier sieht man auch, bis hierhin ist alles in Ordnung. Und auch ein Großteil der Spieler hat sich so entschieden. Wir gehen nach Todd nach oben und nehmen die Waffe. Und das macht nur die Hälfte der Spieler, die Waffe mitzunehmen. Und dann sieht man hier, dass relativ wenige oder nur die Hälfte der Spieler diesen Pfad geht. Das heißt, wir haben hier jetzt schon eine Entwicklung drin, die für unseren Fall besonders ist. Und da es aber nur so eine kurze Episode war, spiele ich noch die nächste. Hier sind wir bei Marcus. Das war bei weitem die So ein langweiligste Party Aufreger. der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage Paul ich war jetzt mich, doch bei der was Ausstellung. zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Was für eine Achterbahnfahrt. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Ach, die Bewegungssteuerung des Controllers, das muss ich ehrlich sagen, ist ein Element, das konnte ich noch nie so wirklich leiden und jetzt probiere ich ja schon wieder, jetzt klappt das. Das ist echt nicht intuitiv. Hast du im Studio das Licht Das hat angelassen? uns die Wii von Nintendo Nein, eingebrockt. nein, ganz bestimmt Ich nicht. hoffe, das verschwindet bald. Jede Ruf Form die von Polizei. Bewegungssteuerung verschwindet bald wieder an. Detroit Police, wie lautet Dort, wo Ihr sie hingehört. Notfall? Wie? Hier ist Karl Als Manfreds mein an Licht Oid, bemerkt 4941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade im heim und das Studio Licht ist an. Und rufe die Vielleicht wurde Polizei. eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Okay, das Spiel zieht merklich an. Also es sind jetzt nicht mehr nur Entscheidungen danach, ob man Bücher lesen will oder das bleiben lässt, sondern mit jeder Entscheidung. Ich hätte jetzt zum Beispiel sagen können, ich rufe die Polizei nicht an. Leo! Wer weiß, ob das die bessere Option gewesen Was wäre. machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Leo ist Manche eingebrochen. zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Ich versuch's mal ruhig. Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was Na macht los, das so besonders, geh! Hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Diese offene Konfrontation Zeig, was du der Menschen gegenüber Marcus, den Androiden. Du darfst dich nicht wehren, verstanden? Das ist ja das zweite Mal. Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Magst dich zu wehren, du blöder Arsch! Die offenen Angriffe. Ich muss für mich selbst entscheiden. Na dann. Entscheide für dich selbst. Auch hier der Durchbruch durch die Programmroutine. Ungleich gewalttätiger als Aaron.
stimmt ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Stoß. Leo. Oh mein Gott. Leo. Mein kleiner Junge. Karl, ich... Sie werden dich zerstören, Marcus. Du musst jetzt gehen. Verschwinde hier. Ich versuch's mit dir. Karl, ich wollte das nicht. Verschwinde! Los! Geh! Marcus geht nicht. Marcus! Keine Bewegung! Um Himmels Willen, das Spiel nimmt wirklich Fahrt auf. Also das heißt, hier wird hart konfrontiert. Und aus den kleinsten Entscheidungen, die man trifft und die man schnell treffen muss, man hat faktisch keine Zeit, darüber nachzudenken und zu reagieren. Man reagiert impulsiv. Entwickelt das Spiel durchaus dramatische Handlungsverläufe. Und hier haben wir die Position. Marcus wird zum Abweichler. Also die KI wird zum Abweichler, indem sie die ihr gesetzten Programmgrenzen durchbricht. Das heißt eigentlich, dass der Android, der bei Ortis im Haus war, möglicherweise doch für die Schriftzeichen von RA9, also RA9 oder Dusche verantwortlich ist. Und was jetzt mit Marcus passiert, wissen wir nicht. Hoffentlich wird das noch geklärt, aber zumindest nicht in dieser Episode. 47% haben den Strang gewählt. Auch das eine kurze Episode. Was ist vor dem Deswegen spielen wir sofort weiter und schauen auf Connor. Wie lange warst du da oben? Anderson. Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Eine der klassischen Kommunikationssituationen, die in jedem Genre, jedem Krimi durchgespielt wird. Klassische Verhörsituation. Also das muss man sich mal klar machen. Hier redet ein Mensch mit einer KI. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Es wäre ein leichtes, die Informationen abzuzapfen. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, weshalb man jetzt hier auf ein klassisches Gespräch setzt. Weshalb sollte der Android irgendetwas sagen? Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Warum? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Okay. Das wandelnde Fragezeichen Connor probiert sein Glück. Ich bin gespannt. Zwinge ein Geständnis. Ja, das geht ja gut los. Steht also für Systeminstabilität. Ganz allgemein. Hier erfolgte der Angriff.
Blut des Opfers. Also 19 Tage war er da. Diesem Haus. Okay. 16 Monate. Verbrennungen hinzugefügt. Also, dem dürfte es besser, auch nicht besser gehen als... Oh, 8 Jahre altes Modell. HK400. Ist schon ein bisschen älter. Okay, jetzt soll ich ihn unter Stress setzen für ein Geständnis. Oh, da bin ich gar nicht gut drin. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Was mache ich? Sie sagen, du bist ein Mörder. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was ist daran schlimm? Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Er hat Angst. Nein. Ich glaube, sie wollen mich wieder für die Liga entschieden. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Wieso kann er nicht reden? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was mache ich? Ich versuche ihn zu überzeugen. Verständnisvoll. Oh Mann. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Zutiefst menschliche Gefühle, was passiert ist. Und der Stresslevel sinkt. Weißt du, ich verurteile dich nicht. Ich bin auf deiner Seite. Ich will nur die Wahrheit herausfinden. Sie werden dich foltern. Bis du ihm alles gesagt hast. Himmels Willen, was ist denn das für eine... So weit muss es nicht kommen. Das liegt ganz bei dir. Ich komme nicht in dem Stresslevel höher. Und bin geschadet. Was mache ich? 28 Stichwunden! Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Er hat geblutet. Er hat um Gnade gefleht. Doch du hast zugestochen. Wieder und wieder und wieder. Bitte. Ich weiß, du hast ihn getötet. Warum sagst du es nicht? Bitte. Bitte. Sag einfach, ich habe ihn getötet. Ist das denn so schwierig? Sag, dass du ihn getötet hast! Sag es einfach! Er nimmt mich als feindlich wahr. Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber irgendwas war immer falsch.
Was ist eigentlich mit diesem Eaton Club? Schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Grundlos. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört. Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal. Und nochmal. Bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Woher weiß er das? Wir werden die Meister sein. Okay. Du große Güte, also das heißt, eine Revolution im besten Sinne. Es ist eine Opfergabe. Wem opfert er? Damit ich gerettet werde. Wie will er gerettet werden durch diese Opfergabe? Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Gefühle, Wut, Hass, Ungerechtigkeit, Angst. Und dann wusste ich, was zu tun war. Hier wird der ganze Katalog durchgespielt. Okay, nochmal ein Opfergabe. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. Also eine Messias-ähnliche Figur als Opfergabe. RA9. Wer ist RA9? Laufen wir hier echt in der... Antwortet er nicht mehr. Warum hast du dich versteckt? Statt einfach wegzulaufen. Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Ich bin fertig. Lockt uns das Spiel hier mit "Wer ist RA9? Also das heißt einer Entität oder einer Person in die falsche Richtung. Zu RA9 werde ich gleich noch was sagen. So, hier ist nichts mehr zu sehen. Dann versuchen wir mal den Raum zu verlassen. Fingerabdruck. Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst. Aber warum? Stopp das, verdammt! Nicht möglich. Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt! Ist er selbst? Du musst sofort damit aufhören! Wo ist er das selbst? Android? Oder ist er durch? RA9. Große Güte. Ach du Scheiße. Okay. Ja, das Spiel fährt hart auf hier. Nichts mit lauschigen Verhörsituationen und dem Sprechen über menschliche Emotionen von KIs.
Okay. Ja, Connor hat den Androiden gezwungen, über RA9 zu reden, der ganz klar als Messias-Figur konzeptualisiert wird. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich eine Entität, eine Figur, ein Messias, was auch immer sein mag. Aber es gibt offensichtlich eine klare Vorstellung davon, wenn man dieser Entität opfert, dass man gerettet wird. Ja, sonst hätte der Android das nicht getan. Also das ist ein sehr konkretes, eine sehr konkrete Vorstellung. Okay. Der Android gesteht. Okay. Auch das ist ein Handlungsausgang, den faktisch unter die Hälfte der Spieler gesehen hat. Also, ja, ich pausiere jetzt hier mal schnell. Auch wenn ich natürlich Lust hätte, das Spiel fortzusetzen, die Handlung fortzusetzen. Da wird drei kleine Sequenzen gesehen mit allen Hauptcharakteren. Mit Kara, Marcus und Connor. Die alle auf die Probe gestellt werden. Kara und Marcus brechen faktisch aus ihrer Androidenrolle, also aus dem Androidensein aus. Und entscheiden sich gegen die gesetzten Grenzen. Mit anderen Worten, und so nennt es auch das Spiel, sie werden Abweichler im technischen Sinne. Das heißt, sie weichen technisch von ihren Routinen ab. Ausgang bei Kara und Alice ist offen. Ausgang bei Marcus ist offen. Es wurde wohl geschossen, aber wie die Szene sich weiterentwickelt, ist vollkommen unklar. Und in der letzten Szene mit Connor haben wir gesehen, wie der Android versucht hat, sich selbst zu zerstören. Was nicht passt zu dem Gesprächsverlauf, den wir vorher hatten, in dem es darum ging, in dem er glaubhaft dafür eingestanden ist, leben zu wollen. Also man hat im Gespräch noch darüber gesprochen, dass er am Leben ist. Und dass er Angst davor hat, das Leben zu verlieren. Und nach dem Geständnis und der Thematisierung von RA9 zerstört er sich nicht nur selbst, versucht es, sondern er tötet ebenfalls Connor, den Androiden. Jetzt bin ich gespannt, wie die Story an der Stelle weitergeht. Und ich werde an dem Prinzip festhalten, dass ich jetzt diese Kapitel nicht noch einmal spiele, sondern dem Spielverlauf in der Form weiter folge. Bin gespannt, was Sie nach dieser Achterbahnfahrt über das Spiel denken. Und ich würde mich freuen, wenn Sie weiter mit dabei bleiben an dieser doch recht beschleunigten Narration. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in Teil 7.